Guten Tag, meine lieben Schüler. Willkommen zu einer neuen Deutschstunde. Heute haben wir Deutsch für die 5. Klasse. Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na novi čas njemačkog jezika. Danas je njemački za 5. razred. A naslov današnje lekcije nam je Die Tageszeiten. Danas ćemo znači da naučimo doba dana. Wie spät ist es? Wisst ihr, was das bedeutet? Znate li šta ovo znači? Ich bin sicher, ihr wisst es. Sigurna sam da znate. Wie spät ist es? Koliko je sati? A možemo da pitamo i na drugi način. Wie viel Uhr ist es? Pa da vidimo. Ja znam da ste vi već radili sate, naučili se kako da kažete za pune sate i pola, pa ćemo to na brzinu da ponovimo. Wie spät ist es hier? Znači, jedan je sat. Kako ćemo to reći na njemačkom? Es ist ein Uhr, richtig. Und hier? Es ist zwei Uhr. Und hier? Es ist 10 Uhr, richtig. Das war schon ganz gut. Machen wir weiter. E, ovdje imamo pola tri. Jel se sjećate kako se kaže pola? Halb, genau. Kako ćemo reći da je pola tri? Es ist halb drei. Ausgezeichnet, weiter. Und hier, wie spät ist es? Es ist halb eins. Und kako ćemo reći da je pola šest? Wie spät ist es? Es ist halb sechs. Gut, das war ganz toll. Das habt ihr gut gelernt. Und jetzt werden wir sehen, wie die Tageszeiten auf Deutsch heißen. Sada ćemo da naučimo kako se kaže doba dana na njemačkom. Schaut euch diese Uhr an. Wie spät ist es hier? Koliko je sati? Es ist 7 Uhr. Und das ist der Morgen. Znači jutro je u 7 sati. Und hier, wie spät ist es hier? Es ist 11 Uhr, das ist der Vormittag, prijepodne. Und hier, wie spät ist es hier? Es ist 12 Uhr und das ist der Mittag, podne. Wie spät ist es hier? Es ist 1 Uhr und das ist der Nachmittag, Nachmittag, poslijepodne. Wie spät ist es hier, meine Schüler? Es ist 7 Uhr, richtig. Das ist der Abend. Der Abend, večer. Und wie spät ist es hier? Es ist 10 Uhr, das ist die Nacht. Evo ich ovdje, ponovimo jednom zajedno. Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und die Nacht. Zapišite sebi sad naslov Die Tageszeiten u svoje sveske i prepišite ova doba dana. Thank you.
Habt ihr die Tageszeiten abgeschrieben? Ausgezeichnet, machen wir weiter. Nastavljamo. Eto vidimo, kako ćemo odgovoriti na ovo pitanje. Wann stehst du auf? Kada ustaješ? Ovo pitanje možemo da postavimo i wie viel Uhr stehst du auf? U koliko sati ustaješ? Pa kako ćemo odgovoriti? Kako ćemo reći, na primjer, u 7 sati? Za sate koristimo prijedlog u. Na primjer, ich stehe 7 Uhr auf. Ustajem u 7 sati. Ili još jedan primjer, ich frühstücke 8 Uhr. Doručkujem u 8 sati. Ich gehe 8 Uhr ins Bett. Idem u 8 sati u krevet. Vidite, znači, još jednom da ponovimo, da za sate uvijek koristimo prijedlog A da vidimo sad ovo pitanje, kako ćemo da odgovorimo na ovo pitanje. Wann hast du Schule? Kada imaš školu? Kako ćemo, znači, odgovoriti koje doba dana imamo školu? Koristimo prijedlog am. Za doba dana, znači, ide am. Na primjer, ich habe am Vormittag Schule. Prije podne imam školu. Ili ich lerne am Abend. Učim na večer. Prijedlog je znači za sate, am za doba dana. Ali kod ovdje imamo jedan izuzetak. I to kod die Nacht, noć. Jedino za noć ne koristimo prijedlog am, nego in. Evo jedan primjer. Ich schlafe in der Nacht. Možete sebi, dragi učenici, i ove rečenice prepisati u sveske. Habt ihr abgeschrieben, meine Schüler? Gut. Jetzt haben wir noch die Hausaufgabe. Sada nam je još ostala domaća zadaća. Da vidimo. Za domaću zadaću ćete napisati koja su ovo doba dana. Ovdje imate rečenice koliko je sati. Es ist 12 Uhr, 12 sati. Pa koja je doba dana u 12? Podne, tako je. A kako se kaže podne na njemačkom? Der Mittag. I tako za ostale rečenice. Možete sad sebi prepisati i za zadaću dodajte doba dana.
So, meine Schüler, diese Stunde ist nun auch zu Ende. Wir sehen uns aber nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!